O Leben im Grabe, liegst du nun, Christus? Und der Engelscharen wundern sich und lobpreisen deine große Liebe und Demut. O Leben, wie stirbst du und wie wohnst du im Grab? Des Todes Herrschaft vernichtest du und die Toten im Hades erweckst du nun. Wir lobpreisen dich, Jesus, Herr und König, und verehren dein Begräbnis und dein Leiden, durch das du uns errettet hast vom Tod. Aller Herr und Meister zeigt sich heute als Tod und wird in ein neues Grab gelegt, er, der alle Gräber leert. Liebe Schwestern und Brüder, das sind nur die Anfangsverse eines großen Klagegesangs, der doch schon ganz österlich gestimmt ist. Die Ostkirche stimmt ihn in der Regel am Freitagabend an, am Karfreitagabend. Ta Engomia, die große Wehklage zum Begräbnis. Und die Tradition weiß, dass es die Wehklage zweier Frauen ist, der Gottesmutter und der Maria von Magdala. Ganz wie es dem Evangelium entspricht, wie wir das eben im Zeugnis bei Johannes hörten, der zweimal davon berichtet, dass Maria draußen vor dem Grab steht und weint, ist es eine direkte Brücke in das Evangelium hinein. Jene Frau, die wir im Westen seit Gregor dem Großen ein wenig vermischen mit anderen Frauengestalten des Neuen Testamentes. Die östlichen Väter haben diese Ineinanderlegung von Figuren immer abgelehnt. Diese Frau, die wir heute feiern, als Apostolin der Apostel, ist nicht zwangsläufig die Schwester der Martha und des Lazarus und ist nicht zwangsläufig jene Unzüchtige, die den Herrn salbt beim Gastmahl des Simon. Was das Evangelium von ihr genau sagt, ist, dass sie eine Besessene war, dass der Herr 7 Dämonen aus ihr ausgetrieben hat. Und die griechischen Väter legen großen Wert darauf, dass diese Dämonen nicht unbedingt immer automatisch mit Unzucht verbunden sind. Diese Frau, die diese große Befreiung erlebt hat, als Umkehr, als Hinwendung zum Leben, sie wird mit einer unglaublichen Kraft beschenkt. Ja, wir dürfen das sagen, mit einer apostolischen Kraft, indem sie anders als die anderen Apostel Jesus in der letzten Stunde nicht verlässt, sondern wir sehen sie treu bis hin zum Begräbnis. Die ostkirchliche Tradition weiß zu berichten, dass sie es in die Hand nimmt, dieses Begräbnis zu organisieren, dass sie einen Josef von Arimathäa und einen Nikodemus überhaupt erst informiert und anhält, gefälligst dafür zu sorgen, wenn sie sich diesem Meister, der nun so schändlich zu Tode gekommen ist, schon verbunden wissen. Und sie bleibt treu, bis hin in diesen Abgrund des verschlossenen Grabes, dort draußen, wo sie steht und weint. Und als diese Treue wird sie belohnt, damit, dass sie als erste Zeugin den Auferstandenen sehen darf. Wofür sie steht, liebe Schwestern und Brüder, ist eine Kraft, die aus der Umkehr und Befreiung kommt. Und wir können uns zu Recht fragen, warum sich heute so viele dieser Befreiung und Umkehr verschließen. Und wir können auch fragen, warum die Kirche in unseren Zeiten so kraftlos ist, weil wir vielleicht selber dieser Befreiung und Umkehr bedürfen, derer Maria von Magdala gewürdigt wurde. Ob wir deshalb so schwach sind als Zeuginnen und Zeugen der Auferstehung, weil uns alle möglichen Dämonen manchmal mehr als 7 herumtreiben, weil wir auf alle möglichen Stimmen hören, allen möglichen Einflüsterungen lauschen und deshalb hierhin und dorthin gehen, aber nicht dem Meister treu bleiben,
egal wohin er uns führt. Als sie diesen großen Befreiungsmoment erlebt, endlich diese Hypothek ihres Lebens los zu sein, hat sie wahrscheinlich nicht geahnt, dass diese Spur, der sie folgt, unter das Kreuz führt, vor ein verschlossenes Grab führt. Aber auch dort blieb sie treu. Und so hat sie den Ostermorgen erlebt. Sie hat sich in einem Lobpreis, wie wir das eben in den ersten Versen hörten, hineingebetet in die Wirklichkeit Gottes, der ein Gott der Lebenden und nicht der Toten ist, ein Gott der Befreiung und der Auferstehung. Auch heute sucht sie solche, die es ihr nachtun.